Songs nach Gehör zu lernen, bringt dich weiter, als nur nach Tabs zu spielen. Nachdem ich dir im ersten Teil dieser Serie erklärt habe, warum du Lieder nachspielen solltest, möchte ich dir heute ein paar Tipps zum Thema Transkribieren geben. Dabei möchte ich nicht nur darauf eingehen, wie du am besten vorgehst, sondern auch, welche Hilfsmittel du dafür nutzen kannst. Hi, hier ist Svenja. Hast du heute schon geübt? Dass Transkribieren dein Gehör schult, ist klar. Denn selbst wenn du am Anfang nur wild rumprobierst, um einen Riff oder Solo rauszuhören, wirst du mit der Zeit immer mehr Muster wiedererkennen. Dann wird das Ganze auch systematischer. Und du wirst schneller. Vor allem, wenn du dich auch mit Musiktheorie auseinandersetzt. Aber du wirst auch merken, dass je mehr du nach Gehör spielst, du ein immer besseres Gefühl für die Töne bekommst und du schon nach den ersten paar Takten hörend erkennen kannst, wo auf dem Griffbrett sich der Teil des Songs abspielt. Du verknüpfst also das, was du hörst, mit dem, was du spielst. Das wird dir bei der Jam-Session oder Bandprobe definitiv helfen, denn so kannst du besser auf das eingehen, was die anderen Musiker spielen. Außerdem brauchst du dann nicht für jede Kleinigkeit Tabs und musst die Session ständig unterbrechen, um diese erstmal zu studieren. Und je geübter dein musikalisches Gehör ist, desto schneller und genauer kannst du die Melodien und Akkordbegleitungen umsetzen, die du in deinem Kopf hörst. Nichts ist frustrierender, als eine coole Songidee zu haben und diese einfach nicht auf Gitarre übertragen zu können. Ich persönlich lerne Songs auch besser, wenn ich sie nach Gehör spiele, beziehungsweise kann sie mir besser merken. Denn beim Transkribieren überlege ich mir die Fingersätze selber und spiele so, wie es für mich am intuitivsten und effizientesten ist. So bleibt alles besser hängen, als die Fingersätze auswendig zu lernen, die jemand anderes notiert hat und die du vielleicht nur schwer umsetzen kannst. Und mal ehrlich, wie viele Tabs hast du schon im Internet gefunden, die absolut fehlerfrei waren? Die Fehler anderer auswendig zu lernen, wirft dich zurück, daher höre dir die Songs lieber selber ganz genau an. Natürlich wirst du Fehler machen, aber diese wirst du mit der Zeit bemerken und daraus lernen. Aber wie kannst du dir die Arbeit beim Transkribieren erleichtern? Einen Song einfach abspielen zu lassen und per Mausklick immer wieder zum Anfang des Teils zu springen, den du gerade raushörst, ist extrem nervig. Außerdem ist es sehr anstrengend, Sachen im Originaltempo rauszuhören. Es gibt aber super Tools, mit denen du dir dein Leben erleichtern kannst. Als kleine Anmerkung vorweg, ich werde nicht von den folgenden Herstellern dafür bezahlt, dass ich ihre Programme empfehle, sondern nutze sie selber einfach schon sehr lange und gerne. Falls du lieber dein Handy oder Tablet als einen PC nutzt, gibt es für Android den Music Speed Changer. Auf der übersichtlichen Oberfläche kannst du die Abspielgeschwindigkeit ohne Tonhöhenveränderung verlangsamen oder beschleunigen. Die Tonhöhe kannst du separat einstellen, was nützlich sein kann, wenn die Gitarre im Song zum Beispiel sehr tief gestimmt und deine Gitarre für solche Downtunings nicht richtig eingestellt ist. Natürlich kannst du auch verschiedene Teile des Songs loopen lassen und musst so nicht immer manuell hin und her springen. Insgesamt eine schön übersichtliche und leicht zu bedienende App, die dir das Transkribieren um ein Vielfaches erleichtern wird. Und das Beste, sie ist kostenlos. Für den PC hat sich bei vielen Musikern, auch bei mir, Transcribe von 7String bewährt. Funktionen wie das Verändern der Abspielgeschwindigkeit und der Tonhöhe sind hier natürlich ebenfalls an Bord. Verschiedene Songteile kannst du durch Markieren mit der Maus loopen lassen. Was dazu aber besonders praktisch ist,
ist, dass du verschiedene Teile des Audiosignals ausblenden kannst. So kannst du zum Beispiel nur das hören, was vor allem über den rechten oder linken Lautsprecher wiedergegeben wird, den Gesang weitgehend ausblenden und das Signal in Mono hören. Dadurch rückt alles näher beisammen und ist oft besser zu hören, als wenn es im Stereopanorama weiter auseinandergezogen ist. Die Programmoberfläche ist auf Englisch, aber ich denke, dass alles verständlich und intuitiv genug ist, sodass du auch zurechtkommen wirst, wenn du die Sprache nicht gut beherrschst. Es gibt eine kostenlose Testversion, die du 30 Tage lang nutzen kannst. Ab dann brauchst du eine Lizenz, die du auf der Webseite von 7String kaufen kannst. Beim Transkribieren solltest du ein paar Dinge beachten. Wenn du noch nie etwas rausgehört hast, suche dir nicht direkt einen Progressive Rock Song aus, sondern halte dich eher an weniger komplexe Sachen. Ich habe früher zum Beispiel mit Songs von Blink-182 angefangen. Wie gesagt, wirst du gerade am Anfang viel ausprobieren und Töne suchen. Aber wenn du schon mit Gehörbildung angefangen hast, kannst du beim Transkribieren auch gleich die Intervalle üben und vertiefen. Singe also die Melodie und Grundtöne mit und bestimme die Intervalle, Ton für Ton. So wirst du nicht nur immer schneller die richtigen Töne finden, sondern mit der Zeit Melodien erkennen, ohne sie erst auf Gitarre ausprobieren zu müssen. Zumindest, wenn du den ersten Ton als Referenz schon bestimmt hast. Selbst wenn du den Song in- und auswendig kennst, solltest du Abschnitt für Abschnitt und nicht mehrere Teile am Stück transkribieren. Nehme dir also zum Beispiel den Vers vor und lasse dir erst nur die ersten 1 bis 2 Takte in Schleife vorspielen. Konzentriere dich zunächst auf die Rhythmusgitarre bzw. die Akkorde, denn selbst wenn du nur die Liedstimme lernen möchtest, gibt dir das am meisten Aufschluss über die Tonart und den Fingersatz. Höre im Wechsel erst 1 bis 2 Takte und dann einen kompletten Durchgang des Verses, als würdest du rein und wieder rauszoomen. So kannst du immer 2 Akkorde in Relation zueinander und alle Akkorde im Kontext hören und bestimmen. Meist reicht es, wenn du nur einen Durchgang transkribierst, denn oft ist die Wiederholung gleich oder ähnlich, vor allem beim Rhythmus. Und selbst wenn nur Power Chords gespielt werden, versuche herauszufinden, ob der jeweilige Akkord ein Dur- oder Moll-Akkord ist. Probiere die Akkordvarianten in Relation zu Gesang und Leadgitarre aus und du wirst hören, was passt und was nicht. So bekommst du nicht nur mehr Hinweise auf die Tonart, sondern schulst auch dein Gehör für Akkorde. Außerdem fällt es dir dann leichter, die Melodie rauszuhören, denn du weißt ja schon, welche Tonleiter du brauchst. Mir hat es bisher auch immer geholfen, das, was ich höre, auszunotieren. Nochmal alles in Tabs oder Noten zu sehen, wird dir zum Beispiel helfen, den Rhythmus wirklich zu verstehen. Vor allem, wenn er etwas komplexer ist. Manchen hilft es beim Lernen eines Songs auch, alles nochmal visualisiert zu haben. Den größten Lerneffekt hast du natürlich, wenn du alles handschriftlich notierst. Ich nutze gerne Notationssoftware dafür. Besonders, wenn man sich das Notierte nochmal vorspielen lassen kann. Es ist immer schön zu hören, wenn alles nach und nach zu einem Gesamtbild verschmilzt und so klingt wie das Original. Nehme dir für die Zukunft also vor, mehr Songs zu transkribieren. Jetzt weißt du ja, wie es funktioniert. Natürlich sind Tabs nicht komplett schlecht, gerade wenn du einen Song in kurzer Zeit lernen musst. Für deinen Fortschritt ist es aber definitiv besser, nach Gehör zu spielen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und freue mich wie immer über einen Daumen und deinen Klick auf den Abonnieren-Button. Schau auch beim nächsten Video wieder rein. Bis dahin, keep grooving!